Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von E-Scooter im Alltag. Und wie versprochen gibt es heute das Video mit dem Zubehör, was ich angeschafft habe, was meiner Meinung nach die Grundausstattung ist, die man für den Betrieb eines E-Scooters haben sollte. Fangen wir mit dem Helm an. Einen Helm braucht man in Deutschland eigentlich nicht. Es gibt keine Helmpflicht bei den E-Scootern, die bis 20 km/h zugelassen sind. Aber es macht eigentlich schon Sinn, einen solchen zu tragen, zur eigenen Sicherheit. Und weil halt manch andere Verkehrsteilnehmer nicht unbedingt viel Rücksicht auf E-Scooter nehmen. Von daher ist es eigentlich ganz sinnvoll, einen solchen zu tragen. Ich muss allerdings schauen, dass ich noch ein etwas anderes Modell mir anschaffen werde. Dieses hier habe ich zum Longboardfahren. Da ich allerdings mittlerweile zwei Cochlea-Implantate trage, ist es so, dass Cochlea-Implantate nicht unbedingt helmkompatibel sind. Also beim Aufsetzen verrutschen die sehr leicht und dann höre ich nichts. Oder auch, wenn ich den Kopf komplett bewege, kann es schon mal sein, wenn der Helm sich ein wenig verschiebt, dass ich dann kurzfristig nicht mehr höre. Ist nicht so praktisch, deswegen muss ich mal sehen, ob welche Alternativen ich da noch finden werde. Das zweite Zubehör ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten überhaupt, und zwar eine elektrische Pumpe, eine Akkupumpe, ein Kompressor. Das ist dieser hier. Und zwar ist die Reichweite der Scooter sehr stark abhängig auch vom richtigen Reifendruck. So, und wenn ich so schaue, wenn andere durch die Gegend fahren, wie viele damit zu wenig Druck im Reifen unterwegs sind, ist schon erschreckend. Zumal auch die Bordsteinkanten oder die Übergänge an den Radwegen im Prinzip sofort durchschlagen können bis auf die Felge. Selbst wenn man pannensichere Reifen hat wie der jetzt hier, ist das mit Sicherheit nicht förderlich für die Reifen und für die Felge, wenn zu wenig Luftdruck drin ist. Und daher sollte man auf jeden Fall sich einen solchen Kompressor anschaffen. Damit kann man auch Fahrräder aufpumpen, Fußbälle, also ist sehr flexibel einsetzbar. Und vor allem hat man das Problem, viele denken, boah, fahre ich halt ab und an zur Tankstelle und pumpe dann da auf. Nee, geht nicht wirklich. Also an der Tankstelle den Luftdruck kontrollieren mit dem dort üblichen Reifendruckgeräten. Es funktioniert nicht wirklich gut. Das geht deutlich besser mit einem solchen akkubetriebenen Kompressor. Außerdem ist der immer gut dabei zu haben, falls mal unterwegs vielleicht doch ein Luftverlust da ist, aus welchen Gründen auch immer, kann man immer mal wieder nachpumpen. Dann natürlich ein Schloss, um, selbst wenn man mal kurz im Dings geht, in den Supermarkt geht oder kurz einkaufen, irgendwo reingeht, wo man den Scooter nicht sieht, ist es immer gut, dass man den angeschlossen hat, weil der natürlich sehr leicht zu entwenden ist. Also selbst im Ärmel kann man natürlich einschalten, einfach so und losfahren, weil der keine Wegfahrsperre hat. Demnach ist der Diebstahl eines solchen ungesicherten Scooter innerhalb von ein paar Sekunden machbar, und wenn der erstmal einen Vorsprung von 200-300 Metern hat bei 20 km/h, keine Schnitte mehr dahinterher zu kommen. Daher sollte man zumindest ein relativ einfaches Kabelschloss nehmen. Ich mache es vorne durch die Speichen des Vorderrads durch, weil ansonsten gibt es keine Befestigungsmöglichkeit am Scooter. Und dann ist er auf jeden Fall gesichert gegen Gelegenheitsdiebe. Wenn man den natürlich längerfristig anschließen möchte, braucht man definitiv ein deutlich besseres Schloss, ein Bügelschloss oder wie auch immer. Dann meiner Meinung nach ebenfalls sehr wichtig ein Schnellladegerät. Das, was ich habe, ist von Segway Original, schafft 5 Ampere Ladeleistung. Das heißt, man hat den G30 LD innerhalb von 2-2,5 Stunden komplett aufgeladen. Und dann kann man auch mal längere Touren fahren, wo man zwischenladen muss. Wenn man überlegt, also ich bin unter anderem auch schon im Zentrum gewesen,
Es sind 26 Kilometer eine Strecke. Ich hatte Restakku von 30%, als ich angekommen bin. Ich habe den angeschlossen und ich war innerhalb von anderthalb Stunden war der wieder voll, sodass ich also ohne Probleme den Rückweg bewältigen konnte damit. Daher lohnt sich auf alle Fälle ein Schnellladegerät, auch zu Hause, wenn man jetzt den Scooter leer gefahren hat oder man möchte mal schnell laden, weil man vergessen hat zu laden, ist es definitiv angebracht, den Schnelllader dafür zu nehmen. Weil wie gesagt, innerhalb von einer Stunde hat man ungefähr die Hälfte geladen und nach zweieinhalb Stunden ist der komplett voll. Einziger Nachteil ist, der Schnelllader ist eine ganze Ecke größer, also das ist das Original 2 Ampere Ladegerät, was beim Scooter dabei ist, und das ist das Schnellladegerät mit 5 Ampere. Ist schon ein ziemlicher Klotz, muss man halt im Rucksack transportieren oder halt man hat eine passende Tasche, wo man den auch reintun kann. Aber man schleppt es nicht immer mit sich rum und halt für längere Strecken, für längere Touren, die man fährt, findet sich immer ein Platz, wo man den reintun kann, weil man mit Sicherheit auch eine Tasche mit hat. Multitool ist vielleicht auch ganz praktisch, falls sich doch mal aus welchen Gründen noch immer eine von den Schrauben gelöst hat, hat man alles Mögliche an Werkzeug dabei, vom Kreuzschlitz, diverse Imbusschlüssel. Eigentlich ist der zum Radfahren, hatte ich eh noch gehabt, von daher brauchte ich den nicht anschaffen, aber gerade auch bei längeren Touren ist es vielleicht ganz angebracht, das Nötigste an Werkzeug beizuhaben. Und ich meine, das Ding ist klein, passt zur Not in die Hosentasche. Handyhalterung. Gerade auch wenn man navigiert, wenn man größere, längere Touren fährt und man navigiert, ist es natürlich ganz praktisch, wenn man das Handy im Blick hat oder auch um den Akkustand genauer zu testen oder zu sehen, die 5 Ladebalken oder die 5 Ladeanzeigen, die auf dem Display sind, sind zwar ganz nett, aber wenn man die genaue Prozentzahl hat, ist es eigentlich doch etwas entspannter zu fahren und man kann besser einschätzen, wie weit man da noch kommt. Das hier ist eigentlich ganz okay, die ist von Hammer, die ist wasserdicht, hat aber den Nachteil, sie klappert. Sie ist sehr laut, wenn ich die am Lenker dran habe. Und die Wege, dadurch, dass der auch nicht gefedert ist, ist natürlich so, dass dass das ganze Ding immer klappert, warum auch immer. Also ich habe schon geguckt, woran es liegt. Ich finde, zum Teil sind hier die Reißverschlüsse. Und der große Nachteil ist, wenn es am Lenker dran ist, ist das Original-Display komplett abgedeckt. Und ich habe lieber auch das Original-Display im Blick zu haben. Und ja, muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Vielleicht so eine Lenkererweiterung, die auch hier vorne übersteht. Ja, steht es ein bisschen weiter oben. Dann sollte das besser funktionieren. Und ja, hoffentlich dann eben halt auch mal eine Halterung, die nicht klappert und trotzdem das Handy vernünftig hält. Dann habe ich eine kleine Tasche, eine 2 Liter, die eigentlich immer am Scooter dran ist. Hat auch eine Regenhülle, also die Tasche an sich ist schon wasserdicht und hat aber trotzdem noch eine Regenhülle. Kann man Portemonnaie reintun, eine Maske reinstecken, Schlüssel, sag mal so für die notwendigsten Sachen. Kommt einfach hier dran geklippt und man hat ein wenig Stauraum, den man mit sich herumträgt, beziehungsweise wo man so ein paar Sachen halt machen kann oder reintun kann. So, dann habe ich mir eine große Lenkertasche von VD zugelegt. Die hat 6 Liter Volumen, ist mit Clickfix Adapter schon direkt an der Tasche dran. Hat eine Regenhülle dabei, so dass man also auch im strömenden Regen definitiv alles trocken hat da drin, hat ein paar Taschen. Hier oben könnte man noch eine Karte jetzt noch reinschieben, falls man per Karte fahren will. Ist halt eine Fahrradlenkertasche. Hier vorne ist noch eine kleine Tasche für Schlüssel, Portemonnaie oder so. Und der Vorteil bei der Tasche ist, sie ist sehr stabil. Also man sieht, die hat einen richtigen festen Case. Und da kann man dann auch ein paar schwerere Sachen reintun. Die wird einfach mit so einem Clickfix-Adapter, der kostet 20 Euro,
an der Lenkstange befestigt. Die Tasche kostet zwischen 50 und 60 Euro, je nachdem. Ich verlinke das aber auch in der Videobeschreibung. Und die wird einfach eingehängt und dann sitzt die bombenfest, rappelt nicht, klappert nicht. Und alles das, was ich jetzt gerade sagte, was man dabei haben sollte, wie zum Beispiel den Kompressor. Er passt rein. Multitool passt rein. Schloss. Schlüssel vorne rein. Und auch das Schnellladegerät, das große, passt ebenfalls rein. So hat man im Prinzip alles, was man braucht, in der Tasche drin. Und wie gesagt, hält, wackelt nicht. Absolut perfekt. Für den kurzen Stopp habe ich mir noch eine Alarmanlage an den E-Scooter geschraubt oder befestigt. Die sitzt hier unten auf der anderen Seite und wird per Funkfernbedienung aktiviert. So, jetzt ist sie scharf und steht er jetzt draußen, wenn man mal kurz beim Bäcker rein ist und jemand will den jetzt klauen. Ja. So, Warnton und zack. Man hört es definitiv, ist eigentlich schön laut und alleine schon, wenn der erste Warnton kommt, dann ist der Gelegenheitsdieb, der vielleicht im Vorbeigehen mal eben kurz den Scooter klauen will, ist der auf jeden Fall schon mal vorgewarnt. Da passiert was und meistens wird er dann aber auch einfach stehen gelassen. Und in Kombination mit einem vernünftigen Schloss und der Alarmanlage ist natürlich dann auch, wenn versucht wird, das Schloss zu knacken, wird der Scooter schon bewegt und dann geht der Alarm auch schon los. Und hoffentlich ist es dann auch so, dass die Passanten reagieren, was man ja in diversen Videos sehen kann, dass das nicht der Fall ist, dass die das nicht interessiert. Allerdings, wie gesagt, bei Gelegenheitsdieben sollte es eigentlich schon abschrecken. Ja, das sind die wichtigsten Dinge, meiner Meinung nach, die man haben sollte, wenn man ein E-Scooter fährt und vor allem auch im Alltag bewegt und jetzt nicht nur spaßhalber zum Biergarten, wo man den immer unter Kontrolle hat, sondern auch mal irgendwo anschließen muss. Ach so, was ich noch vergessen habe, ich habe mir noch einen Spiegel angebaut. Jetzt nicht, um mir das Umdrehen beim Abbiegen zu sparen, sondern einfach zwischendurch, um zu sehen, was hinter mir passiert, ob sich ein Auto nähert und dann halt nicht so erschreckt zu werden, wenn die Autofahrer mit 30 cm Abstand an einem vorbeifahren, was leider immer wieder passiert. Und ja, dann hat man ein bisschen mehr Kontrolle über das, was hinter einem passiert. Gut, das war's. Das sind die meiner Meinung nach wichtigsten Dinge, die man haben sollte, um einen E-Scooter zu bewegen. Und im Laufe der Zeit werde ich natürlich das ein oder andere vielleicht nochmal austauschen oder in den Videos, die halt kommen bei 400 Kilometer, 800.000 Kilometer, je nachdem, werde ich natürlich auch über das Zubehör berichten, wie sich das entsprechend verhalten hat, ob ich damit noch zufrieden bin oder warum ich eventuell gewechselt habe. Gut, das war's. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Lasst vielleicht ein Abo da und dann seid ihr informiert über Neuigkeiten, die es auf dem Kanal gibt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim E-Scooter fahren. Man sieht sich im nächsten Video. Tschüss.